Du möchtest oder vielleicht musst du sogar sehr kurzfristig eine bestehende oder neue Stelle in deiner Praxis besetzen. Welche Möglichkeiten hast du nun? Was sind die konkreten Schritte, die du unternehmen kannst, um eine größtmögliche Reichweite für deine Stellenanzeigen zu erzielen, gleichzeitig nur geringe oder keine Kosten dabei zu haben und möglichst viele Bewerbungen zu erzielen? Wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Herzlich willkommen zu Praxis Marketing Digital, dem Podcast rund um zukunftsweisendes Online-Marketing für die moderne Arztpraxis. Ich bin Sascha Meinert, lass uns direkt beginnen und auch das Marketing deiner Praxis effizient auf ein neues Level bringen. Ja, schön, dass du zu dieser Folge eingeschaltet hast. Ich werde dir gleich erklären, wie du aus meiner Sicht sehr schnell Mitarbeiter finden kannst, beziehungsweise, man muss das eigentlich so formulieren, wie du sehr schnell eine größtmögliche Reichweite für deine Stellenangebote erzeugen kannst. Denn das ist eigentlich die größte Herausforderung, oft, wenn man akut Mitarbeiter sucht. Bevor ich darauf aber eingehe, möchte ich mich einmal bedanken bei all den Zuhörern, die mich hier seit knapp 5 Wochen mittlerweile bei dem Podcast begleiten. Ich bin sehr überrascht, wie viele Leute hier schon auf Abonnieren geklickt haben und wie viel Feedback ich über die verschiedensten Kanäle erreiche. Es zeigt mir, dass das Thema natürlich gut ankommt, dass ich auf einem guten Wege bin und vor allem, es macht mir selber auch viel Spaß. Und bis hierhin war alles sehr stark geplant, also sprich die ersten 4-5 Wochen hatte ich eine ganz klare Strategie und einen ganz klaren Konzept, wie und welche Folgen wann wie erscheinen. Ab jetzt wird das etwas dynamischer, es erreicht mich halt auch viele Themen und Fragen, auf die ich auch dann mal spontan eingehen werde. Und und auch dich möchte ich einladen, diesen Podcast mitzugestalten. Wenn du Fragen hast, wenn du Themen hast, wenn du Ideen hast, die dich interessieren, dann melde dich bei mir, schick sie mir und ich werde gucken, ob ich das hier integrieren kann. So, nun aber zu dem Thema, was auch sehr spontan entstanden ist. Und zwar einfach ganz klar deswegen, weil mich ein bestehender Kunde, ein Zahnarzt, gebeten hat, eine Stellenanzeige auf seiner Homepage zu veröffentlichen. Und das ist im Grunde so das klassische Beispiel gewesen, was eigentlich schief läuft aus meiner Sicht oft. Man muss jetzt dazu sagen, dass in diesem konkreten Fall das ein sehr akuter Bedarf war. Also das war jetzt, kann da nicht genau drüber jetzt Auskunft geben, aber auf jeden Fall geht es darum, wohl schnell einen neuen Mitarbeiter, eine neue Mitarbeiterin zu finden. Das war wohl so nicht geplant und jetzt hat natürlich der Kollege da einen akuten Bedarf. Und und das Übliche, was wir da auch schon seit langer Zeit immer machen, ist auf der Homepage darauf hinzuweisen, dass gerade eine Stelle in dem Bereich ABC verfügbar ist. Und wir haben auch schon oft und sehr stark auch mit Google-Anzeigen gearbeitet und sozusagen die Leute, die Menschen, die aktiv auf der Suche nach einem Job an einer bestimmten, an einem bestimmten Ort sind, dass die das einfach finden. Dieser Weg hat auch sehr gut geklappt. Ich habe aber jetzt akut im Grunde da ein paar ganz andere Ratschläge gegeben und dabei ist mir aufgefallen, dass das eigentlich gute Ratschläge sind, die im Grunde aus meiner Sicht jede Praxis beherzigen sollte. Möchte ja auch noch einmal kurz unterscheiden. Also für mich bedeutet Mitarbeiter finden oder Personalmarketing etwas anderes, als was ich jetzt dieser Folge hier erkläre. Denn für mich ist das ein langfristig angelegter Prozess, der komplett ins Unternehmen integriert ist, wo man regelmäßig sich darum bemüht, auch als Arbeitgebermarke natürlich sich zu präsentieren, auf allen zur Verfügung stehenden Kanälen dahingehend auch zu arbeiten. Vor allem im Bereich Social Media kann und sollte man da heute sehr viel machen. Und dieser Weg gepaart mit einem professionellen Recruiting-Konzept, was also auch danach dann greift, wenn dann die Bewerbungen reinkommen, das ist aus meiner Sicht der Weg, wie heutzutage nicht nur jede Praxis, sondern auch jedes Unternehmen Personalmarketing, Mitarbeiterfindung betreiben sollte. Das möchte ich in einer anderen Folge einmal ausführlich erläutern. Heute möchte ich wirklich nur darauf eingehen, was kann ich tun, wenn ich akut Mitarbeiter suche und wie können wir vielleicht daraus auch etwas lernen, was für das langfristige Konzept hilfreich ist. So, nun muss man einmal verstehen,
wenn ich eine, also so wie das der Kollege auch jetzt sozusagen gewünscht hatte, also meistens, und das sehe ich nicht nur bei mir und bei meinen Kunden, sondern auch in vielen anderen Bereichen, ist es wirklich so, dass dann so eine Aussage kommt wie, kannst du mal unter Aktuelles schreiben, dass wir gerade einen Mitarbeiter abc.de suchen. Da haben wir schon mal zwei direkt Probleme, die auftreten. Einmal unter Aktuelles, also das ist zwar gut, natürlich ein Aktuelles, ein News-Bereich auf der Homepage zu haben, und dort sollte und kann man natürlich auch darauf hinweisen, wenn sich etwas Neues in der Praxis tut. Ja, ohne Frage, das ist ganz klar auch die Empfehlung, aber eigentlich müsste es heißen, aus meiner Sicht, kannst du mal auf unserer Webseite in der Karriere-Rubrik, in der Stellenanzeigen-Rubrik eine neue Anzeige mit dem und dem Beschreibungstext veröffentlichen. So, weil meistens ist dann wirklich oft nur der Text, wir suchen einen Mitarbeiter, und dann vielleicht auch zwei, drei Sätze dazu im aktuellen Bereich. Und es gibt auf den meisten Webseiten noch nicht mal einen Karriere- oder einen Stellenanzeigenbereich. Der ist aber dringend zu empfehlen. Erstens, weil ganz klar potenzielle Mitarbeiter oder Interessenten ganz klar auf Webseiten gehen, sich ganz klar nach einem Karriere- oder Stellenbereich umschauen, dort gucken, was ist verfügbar, welche Stellen sind verfügbar, zu welchem Zeitpunkt sind die verfügbar, passt das auf mich, und natürlich sollte dann dort auch eine ausführliche und gute und professionelle Stellenanzeige stehen. Auch das ist im Grunde eine ganz eigene Folge für sich. Wie schreibt man eine potenzielle Stellenanzeige oder was kann man da so tun in der heutigen Zeit? Auch darauf möchte ich im Detail gar nicht eingehen. Es geht mir nur darum zu sagen, wenn ich Mitarbeiter suche, egal ob jetzt kurzfristig als auch langfristig, ist es ganz klar, Empfehlung Nummer eins, schaffe auf deiner Webseite einen Bereich, nenn ihn Karriere, nenn ihn Stellenangebote oder glieder das noch sogar auf nach einem Karrierebereich, wo ich über mein Unternehmen, über die ganze Kultur im Unternehmen berichte, aber vor allem habe ein Stellenanzeigenmodul, nenne ich das mal, auf der Webseite. Das wiederum ist vor allem deswegen wichtig, weil wenn ich diese Stellenanzeigen dort auf die Webseite korrekt und ordentlich einstelle und auch, das Fachwort nennt sich, mit sogenannten strukturierten Daten versehe, also das sind im Grunde Angaben, die ich vor allem Google auch dann unsichtbar gebe, damit Google weiß, das hier ist eine Stellenanzeige, und da gibt es halt bestimmte Kriterien, Felder, Daten, die Google dafür braucht, um sich sicher zu sein, dass das eine Stellenanzeige ist, und vor allem, um dann auch diese Stellenanzeige in der Google for Jobs Liste, Suche auszuspielen. Denn das ist eigentlich so der zweite Punkt, auf den ich hier einmal kurz eingehen möchte. Wenn wir mal davon ausgehen, dass ich, wenn ich akut Mitarbeiter suche, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Mitarbeiter, die selber akut gerade aktiv suchen, den besten Treffer halt ergeben, weil da ist anscheinend auf der anderen Seite ja auch dann ein potenzieller Kandidat, der sich gerade mit dem Thema beschäftigt, und naja, wenn ich also, das tun wohl die meisten Bewerber, dann eine Stelle suche, dann gehe ich in 70-80% der Fälle zu Google und gebe dort meine gewünschte Stelle und meinen gewünschten Ort ein. Nun ist es so, dass seit knapp einem Jahr, ich glaube Mai 2019, hat sich da etwas Gravierendes geändert in Deutschland. In Amerika war das schon vorher. Seit Mai 2019 gibt es nämlich die eben erwähnte Google for Jobs Suche. Das bedeutet nichts anderes, dass Google eine eigene oder eigene Jobergebnisse in den Suchergebnissen zeigt und die ganz vorne in der Google Ergebnissuche. Das ist im Grunde ein eigener Bereich, wo Google aus verschiedenen Quellen, also man kann nicht bei Google selber eine Stellenanzeige einstellen, sondern Google zieht sich Stellenanzeigen aus ganz vielen verschiedenen Quellen und listet die so als eine Art Meta-Suche in den Suchergebnissen. Und damit hat man schon mal eine Sache ganz klar erkannt. Also wenn jemand aktiv nach einer Stelle sucht bei Google, dann wird er auf jeden Fall auf diese Google for Jobs Suchergebnisse stoßen. Gerade wenn man sich mal so ein mobiles Suchergebnis anschaut, was natürlich heute ganz, ganz wichtig ist, dann ist im Grunde der komplette Bildschirm des Handys ausgefüllt mit Ergebnissen aus der Google for Jobs Suche. Das heißt, ich muss als Praxis versuchen, dort reinzukommen. Und da gibt es halt zwei Wege. Einmal der bereits beschriebene über die eigene Homepage, indem ich eine richtige Stellenanzeigenkategorie als, ich sag mal, Datenformat auch auf der Seite habe,
was entsprechend technisch auch ja, unter der Haube sozusagen gekennzeichnet ist, dann besteht die Wahrscheinlichkeit, dass Google diese Stelle von der Homepage in diese Google for Jobs Suchergebnisse reinzieht, dann erhöht man diese Wahrscheinlichkeit. Also das sollte man auf jeden Fall tun. Jetzt ist es so, da hat nicht jeder akut die Möglichkeit oder man muss da erst was programmieren, man muss da was einstellen. Es gibt diesen Bereich noch gar nicht. Also ist natürlich der nächstlogische Schritt, wie komme ich jetzt in diese Google for Jobs Suche? Und da ist im Grunde auch eigentlich sehr einfach. Man schaut sich natürlich an, das kann man dann bei den Stellenanzeigen genau sehen, wo kommen denn eigentlich die Stellen her, die Google dort listet. Da steht unter jeder Stelle immer dann die Quelle drin. Also das sind dann in der Regel andere Jobportale. So, und dann kann man sich natürlich anschauen, kann und wie komme ich auf diese Jobportale drauf, die bei Google gelistet werden. Da gibt es kostenpflichtige, kostenfreie. Da muss ich halt schauen, wie da mein Wunsch oder Bedarf oder auch Möglichkeiten sind. Also, aber der Schritt sollte sein, zweite Empfehlung ist im Grunde dann, finde ein Portal, was bei Google Jobs gelistet wird und stelle deine Stellenanzeige auch dort ein oder auch bei mehreren, gar keine Frage. So, und dann hat man schon mal den größtmöglichen, den größten Fall abgedeckt. Also jemand sucht aktiv und kommt zu Google und sieht dort eben die Suchergebnisse und da bin ich dann eben vertreten, weil mein Job einmal mindestens irgendwie über ein Portal oder sogar meine eigene Webseite da reingezogen wird. Also das sollte man auf jeden Fall sich einmal anschauen. Und wenn man sich so ein Google-Suchergebnis dann etwas weiter noch anschaut, dann sieht man sehr, sehr schnell, dass in der Regel fast in jeder Stadt, also für eine Suchanfrage plus Ort und Stadt oder auch für generische Suchanfragen, die bundesweit, sage ich mal, sind, findet man dann da unter Google als erstes organisches Suchergebnis ganz stark die Indeed-Job-Suchmaschine oder das Jobportal Indeed. Das ist ein riesiges Jobportal, dass man selber auch Stellenanzeigen kostenfrei sogar einstellen kann. Und dieses Jobportal selber zieht sich auch wieder aus ganz vielen anderen Quellen zum Teil auch wieder Stellen. Also bedeutet, wenn ich auch noch zu Indeed hingehe, also mich auf Indeed eintrage, ich kann den Link mal gerne hier posten, wo man das machen kann, da kann man ganz simpel, im Grunde sehr schnell, eine Stellenanzeige auf Indeed posten und hat somit auch noch den Fall abgedeckt, dass jemand bei Google unter den Google Jobs Ergebnissen klickt. Das ist halt der Treffer mit den meisten Klicks dann dort in der ersten Position. Aber auch, weil Indeed mittlerweile so stark in den Köpfen der Menschen drin ist. Also Indeed wird mittlerweile natürlich auch als Anlaufstelle direkt genutzt, um dort eine Jobsuche zu starten. Also entweder gehe ich zu Google und starte eine Jobsuche oder ich gehe zu einem mir bekannten Jobportal und starte da meine Jobsuche oder ich mache alles auf einmal. Also aus meiner Sicht möchte ich ja sozusagen, um schnellstmöglich die größtmögliche Reichweite für meine Stelle zu erzeugen, diese Fälle schon mal abdecken. Und wenn man das getan hat, dann hat man schon mal das, sage ich mal, das Nötigste eigentlich getan. Dann führt im Grunde auf jeden Fall eine Jobsuche, eine aktive Jobsuche mit ganz, ganz großer Wahrscheinlichkeit zu meiner Website auch über die Suchergebnisse bei Google oder über die Suchmaschinen Indeed. Das ganze Spiel kann man natürlich noch weiter treiben. Ich kann mir dann auch weitere Google-Suchergebnisse anschauen und gucken, wer wird denn da noch gelistet. Das sind natürlich alle Schritte, die ja auch möglich sind. Natürlich mit deutlich mehr Aufwand zum Teil verbunden sind, auch mit deutlich mehr Kosten verbunden sind. Aber wenn ich das getan habe, habe ich schon mal das aus meiner Sicht die wichtigsten Basics erfüllt. Ich kann natürlich auch noch hingehen und auch noch Google AdWords oder Google Ads Anzeigen schalten für die Suchbegriffe, für die Jobbezeichnungen, für meine Praxis Zahnarzt, Job Bonn als Beispiel oder ZFA Stellenangebote Düsseldorf. So, und da habe ich natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, noch einmal vor Google Jobs oder auch ganz unten auf der Webseite mit meinen Google-Anzeigen zu stehen. Das ist auch ein Schritt, den ich grundsätzlich empfehle. Und wenn man das alles gut eingestellt hat, dann kommt man da auch natürlich an entsprechende Klicks und Sichtbarkeit ran. Ist natürlich auch nochmal mit Kosten verbunden. Und man muss ganz klar sagen, seitdem es Google Jobs gibt, seitdem Indeed so groß ist, sind diese Aktivitäten natürlich deutlich schwieriger geworden. Aber das andere ist im Grunde alles bisher, was ich erwähnt habe, kostenfrei möglich. Und ich habe schon mal eine ganz große Reichweite. So. Dann aus meiner Sicht ist es natürlich, wie auch
was der Ursprungswunsch auch des Kollegen hier war, natürlich sinnvoll auch im aktuellen Bereich darauf hinzuweisen, hey, wir haben gerade eine Stellenanzeige, eine Stelle offen, bewirb dich doch, hier geht's zur Stellenanzeige. Das Gleiche kann ich tun, indem ich auf mein Google Business Profil gehe, das auch nochmal dort einstelle. Das Gleiche kann ich natürlich auf meinen Social Media Kanälen tun und das am besten nicht nur einmal, also ich teile nicht nur einmal, sondern regelmäßig natürlich in der Zeit, wo ich einen Job suche, diese Geschichten. Man muss natürlich auch sagen, dass organische Reichweite bei Facebook, bei Instagram deutlich geringer ist, als sie vor ein paar Jahren noch war. Das bedeutet, und man spricht ja vor allem nur die Leute damit an, die einen schon kennen, überwiegend. Ja, aber auch da gibt es natürlich die Möglichkeit, was wir auch in der Regel empfehlen und auch gerne und schnell machen. Man kann auch bei Facebook, gibt es auch eine Funktion, Jobs zu posten. Die haben aus meiner Erfahrung zumindest eine sehr schnelle Reaktion rufen die halt hervor. Also da kommen dann tatsächlich schnell Bewerbungen rein, wobei Bewerbung oft nur heißt, dass jemand seine E-Mail und vielleicht einen Satz noch irgendwie schreibt. Und das ist im Grunde ja noch nicht das, was viele Praxen oder Unternehmen sich dann wünschen. Also die wollen natürlich oft eine vollständige Bewerbung mit allen Bewerbungsunterlagen haben, aber aus meiner Sicht kann man dann auch im Dialog eben mit diesen Anfragen, nenne ich es mal, mit diesen ganz kurzen Erstanfragen über eben zum Beispiel Facebook auch schon erst in Kontakt stehen und ja, die Leute natürlich auch weiterleiten, verteilen auf die Homepage oder auch anrufen, wenn das dann vereinbart wird dort, und hat so auf jeden Fall durch auch diesen kostenfreien Facebook Job Post ganz schnell eine starke Verteilung der Stelle. Also unabhängig von einem normalen Social Media Post sollte ich auch die Stellenpost im Job Post von Facebook nutzen und habe dann dort auf diesem Portal auch aus meiner Sicht teilweise sogar sehr, sehr schnell und sehr zielgerichtet Anfragen. Und so habe ich ganz schnell den akuten Bedarf, nämlich ich möchte mitteilen, dass ich akut einen Mitarbeiter suche, ganz schnell gestillt. Das sind im Grunde dann wirklich nur wenige Klicks, die man sich da hinsetzen muss. Und verteilt die Anzeige schnellstmöglich. Jetzt kann man natürlich noch hingehen, das ist dann wie gesagt Thema einer weiteren Folge, einmal das Ganze noch bewerben bei Facebook und regelmäßig entsprechende Postings machen, Stories erzählen, Mitarbeiter sprechen lassen. Da kann man tolle, viele Maßnahmen machen. Dafür braucht man ein klares Konzept. Aber akut und schnell erreiche ich so eine ganz, ganz große Verteilung meiner offenen Stelle. Und das bietet aus meiner Sicht gleichzeitig die Basis für zukünftige Aktivitäten, denn ich möchte ja auch in Zukunft, wenn ich wieder, also aus meiner Sicht ist es erstrebenswert, regelmäßig auch Kalt- oder Initiativbewerbungen zu erlangen von eben tollen Kandidaten, die sagen, ich möchte unbedingt in deiner Praxis arbeiten. Dazu muss man natürlich noch dauerhaft aktiv sein und nicht nur eben jetzt in der Not akut Stellen wild posten. Aber das ist so Schritt 1, und wenn man das verstanden hat und auch diese Struktur im Kopf hat, dann ergibt sich im Grunde, der Keller für zukünftige Recruiting-Aktivitäten. Auch dieser Punkt auf der Homepage, einen eigenen Stellenbereich einzustellen, erhöht auch die Wahrscheinlichkeit, dass meine eigene Webseite bei einer Google-Suche nicht nur bei Google Jobs gefunden wird, sondern auch in den normalen Google-Ergebnissen. Und das darf man einfach nicht vergessen. Selbst wenn ich irgendwo, was ich auch ganz oft sehe, also ganz oft kommt es so, ich sehe irgendwo bei Instagram, bei Facebook, dass eine Praxis einen teilweise sogar tollen Jobpost irgendwie macht. Jetzt der Kandidat aber, der sieht das. Und was macht der Kandidat in der Regel? Der geht mit großer Wahrscheinlichkeit auf die Homepage der Praxis, wo er sich vermeintlich bewerben möchte, will sich ein Bild der Praxis verschaffen und will natürlich auch wissen, wie akut und wie aktuell ist diese Stelle noch. Und deswegen ist ein Bedürfnis in dem Moment zu sehen, ist die Stelle hier auch auf der Homepage ausgeschrieben? Kann ich dem vertrauen, was ich bei Instagram und Facebook gerade gesehen habe? Und ganz oft ist es eben so, dass hier ein Bruch ist. Also auf der Homepage ist noch nicht mal dargestellt, synchron mit anderen Kanälen, dass ich gerade eine Stelle suche. Also auch hier nochmal, um hervorzuheben, wie wichtig diese Rubrik Karriere oder Stellen auf der eigenen Homepage ist. Das ist ein wichtiger Anker und bestätigt nochmal im Grunde jetzt jemanden, der irgendwo anders gesehen hat,
dass die Praxis gerade sucht. Das kann ja auch sein, dass er über Empfehlung oder irgendwo im Internet vielleicht gelesen hat, dass diese Praxis, man hat es im Augenwinkel irgendwo gesehen und bei Facebook findet er sich mehr und der weiß nur, ach, das war doch die Praxis hier am Marktplatz so und so und guckt auf die Homepage und findet dort die Stelle nicht und geht vielleicht davon aus, dass die gar nicht aktiv ist. Und ja, das war sozusagen jetzt mein Versuch, einmal zu erläutern, wie du schnell viel Reichweite für eine Stelle erzeugst, wie du gleichzeitig deinen Keller gut baust, also sprich Stellenbörse, strukturierte Daten, den Prozess auch für dich klar hast, wie du auf diese verschiedenen Börsen kommst. Und da kann ich dir auch ganz klar sagen, wenn du das Ganze professionell und dauerhaft betreiben möchtest und dir Zeit und Arbeit sparen möchtest, dann gibt es da auch tolle Lösungen. Es gibt dann Recruiting-Tools, in die ich einmal eine Stelle einstelle. Sozusagen, ich muss die ganze Stellenbeschreibung, alle Felder dort ausfüllen und habe dann die Möglichkeit, auf Knopfdruck zu entscheiden, wo soll denn diese Stellenanzeige überall veröffentlicht werden? Soll die bei Indeed veröffentlicht werden? Soll die auf meiner Homepage veröffentlicht werden? Soll die bei Facebook veröffentlicht werden? Soll die auf hunderten anderen Stellenbörsen veröffentlicht werden? Also da gibt es auch sehr teilweise kostenlose und auch sehr günstige Möglichkeiten, hier eine enorme Reichweite zu erzeugen. Und das ist eigentlich dann aus meiner Sicht auch der einzige Weg, wie ich akut dafür sorgen kann, ja, meinen Bedarf jetzt an Mitarbeitern schnell zu stillen, weil so erhöhe ich einfach die Verteilung meiner Seite. Ich spare mir Zeit und man darf auch nicht vergessen, wenn ich den vorhin erwähnten Weg gehe, also ich schaue mir die Stellenbörsen an, wo ich drauf möchte, trage mich dort ein. Ich habe immer wieder verschiedene Registrierungsprozesse, im Zweifel verschiedene Kosten bei einer Einzelbuchung. Im Zweifel muss ich ganz andere Daten, ganz andere Felder ausfüllen, als ich das tun müsste, wenn ich das über so ein Multiposting-Recruiting-Tool tue. Und das heißt, das ist also sehr empfehlenswert. Wir arbeiten da mit verschiedenen Anbietern zusammen. Also du kannst dich auch gerne bei uns melden. Dann werden wir dich da gerne verknüpfen oder den Weg aufzeigen, wie das funktioniert. Grundsätzlich hast du aber mit den beschriebenen Möglichkeiten hier schon mal die Möglichkeit, schnell und selber viel Reichweite zu erzielen und ja, hoffentlich dann die richtigen Mitarbeiter zu finden. Wie das Ganze gezielt und automatisiert und auch die richtigen Mitarbeiter auf Dauer, die Top-Mitarbeiter sozusagen für deine Praxis anzieht, das erkläre ich in einer späteren Folge, in den nächsten Wochen, denke ich mal. Ja, ich hoffe, dass dir das ein bisschen die Augen geöffnet hat und du beim nächsten Mal, wenn du Mitarbeiter suchst, weißt, was du tun musst und nicht nur vielleicht ganz kurz mal einen Post bei Facebook absetzt und dich wunderst, dass es gar nichts bringt. Und ja, es gibt da gar keine mit. Also ganz oft gibt es auch so einfach dieses Argument, ja, es ist so schwierig, Mitarbeiter zu finden und gibt keine. Wir haben Fachkräftemangel. Auf der anderen Seite, wenn ich es schaffe, für meine Praxis eine größtmögliche Reichweite zu erzielen, in dem Moment, dann erhöhe ich einfach die Wahrscheinlichkeit. Und es geht einfach darum, im richtigen Moment natürlich dann auffindbar zu sein. So, das war's für heute. Mir bleibt zu sagen, abonnier doch gerne meinen Podcast auf Apple, Spotify oder Google. Die Links findest du auch in den Shownotes hier. Ich freue mich sehr über Kommentare, über Bewertungen, aber vor allem auch über Fragen und Anregungen und Kritik, die du mir auch gerne direkt schicken kannst. Was interessiert dich? Meld dich und ja, bis zum nächsten Mal.